Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute gibt es ein Collection-Update und zwar ist es mittlerweile schon wieder ein bisschen her, dass wir das letzte gemacht hatten. In meiner Tabelle können wir es einmal nachgucken. Das letzte hatten wir am 25.12. und jetzt ist schon bei mir der 29.1. Heißt, wir haben jetzt ein bisschen über den Monat das Ganze quasi laufen lassen. Und ich würde sagen, als allererstes schauen wir zur groben Übersicht einmal hier auf die Data for Azeroth-Seite und gucken uns mal so ein bisschen an, was sich die letzte Zeit getan hat. Leider, wie ich schon selber vorausgesehen habe, bin ich nicht mehr auf Worldplatz 1 mit im Collection. Das war jetzt leider nur so eine knappe Woche der Fall, aber Platz 2 sind wir noch und ich kämpfe mich wieder zurück auf Platz 1. Gut, jetzt schauen wir mal. Bei den Punkten hat sich ein bisschen was getan, werden wir gleich nochmal in der Tabelle gucken. Allgemein bei den Achievements bin ich aktuell auf Platz 66, bei den Mounts auf Platz 10, Pets immer noch schön auf Platz 1. Ich habe sogar mittlerweile nochmal ein Pet mehr, aber das ist noch nicht geupdatet, das habe ich vorhin erst noch gelernt. Es gibt nämlich eins bei dem Primal Storm Event und oder Zorn des Sturms oder irgendwie so heißt es. Da gibt es auch ein Pet, habe ich mir vorher eingetütet und bin aber trotzdem irgendwie noch auf Platz 1. Also hat der andere anscheinend auch noch nicht geholt, der genauso viele Punkte hat. Könnte ich, wenn das jetzt hier die Seite mal verarbeiten würde, dann wäre ich sogar eins höher als der zweite in Anführungszeichen. Bei den Toys bin ich auch noch auf Platz 1, Imperials Platz 19. Bin ich ein bisschen abgerutscht, weil sich alle möglichen Leute jetzt die weißen T-Mox schon geholt haben. Da habe ich bis auf ganz wenige Items noch war ich da noch nicht dran, weil ich jetzt erstmal noch ein bisschen was zu tun hatte mit dem allgemeinen Collection-Sachen von 10.05. Ne? Bei den Titeln hat sich auch ein bisschen was getan. Bin jetzt auf Platz 10, habe ein bisschen RBG gespielt und ein paar andere Titel geholt. Bei den Reputations ist eigentlich gleich geblieben. Rezepte habe ich auch einige nochmal hochgekriegt. Ich habe jetzt die letzten paar Wochen hauptsächlich mit meinen verschiedenen Twinks Rezepte gefarmt gehabt. Und Quests hat sich auch nur minimal was getan, da bin ich auch noch auf Platz 2. Genau, jetzt gucken wir uns an, was sich an den Punkten allgemein quasi verschoben hat. Und zwar hatte ich vor einem Monat oder ein bisschen über einem Monat 835.000 Punkte. Jetzt bin ich bei 845, quasi 10.000 Punkte im Completist-Score. Dann, wir sind blöderweise von 1 auf 2 abgerutscht, aber war vorhersehbar jetzt mit dem ganzen T-Mog-Gedönse auch. Dann bei den Chiefs habe ich 375 Punkte plus gemacht. Bei den Mounts sind es 3. Ich bin gerade überlegen, was ich mir seit dem letzten Mal geholt habe. Das Primal Storm Mount habe ich mir geholt. Dann gab es irgendeinen Collection Mount und könnte sein, dass das RBG... Nee, RBG Mount habe ich mir nicht geholt. Das M Plus Mount habe ich mir, glaube ich, geholt in der Zeit, ne? Pet Score haben wir 1400 plus gemacht. Habe mir noch ein paar Pets besorgt. Dann Toys sind 16 plus. Appearance sind knappe 1000. Wie gesagt, die weißen Sachen habe ich mir bis auf die Shadowlands Legendary Dinger, weil ich mir die selber craften kann, noch nicht geholt. Das sind jetzt eigentlich fast alles Sachen aus dem aktuellen Content. Titel sind es 10 Stück. Das sind hauptsächlich RBG-Sachen. Ich habe mit meinem Twink ein bisschen RBG gespielt, ein paar Titel geholt. Dann Reputations habe ich eine plus gemacht. Das müsste das Handwerkskonsortium sein. Rezepte 282, das sind einige. Da war ich aber mit allen möglichen Berufen ja dran. Und Quests gerade mal 80, aber ich hatte ja davor schon fast alle Quests geholt. Hier unten sind dann auch noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel Achievements und Feast of Strength bzw. Legacy Achievements. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Pets sind die 14, ne? Hier oben mit den 1400. Dann Alls. Ach, hatte ich davor nur 2, als ich das letzte Video gemacht habe? Tatsächlich, ne? Das ist ein Monat her. Ich bin jetzt bei 24 Twinks. Liegt ein bisschen daran, ich habe meine Berufschars alle nebenbei auf Max gezogen, weil ich auch Ruf farmen musste. Und zusätzlich habe ich noch ein paar Chars nebenbei über Pet Battle und Kobold Konvent mir hochgebastelt. Das ging ganz gut. Leider, Kobold Konvent ist jetzt mittlerweile genervt, deswegen geht das nicht mehr. Dann Old Score ist natürlich auch ein bisschen nach oben gegangen. Honor Level habe ich 10 plus gemacht, bin jetzt quasi von 943 auf 953. Bringt natürlich gar nichts, alles über 500 ist geschenkt. Und auch die ehrenhaften Siege sind jetzt ein bisschen nach oben gegangen. Das ist halt hauptsächlich wegen RBG, ne? Und hier unten haben wir jetzt noch die Stats für All the Things. Ich bin ja in diesem Insane-Completist-Modus unterwegs.
Und ja, ihr seht, die Items, die ich brauche, sind eher nach oben gegangen. Liegt einmal dran, dass jetzt halt dieses ganze graue Temok-Zeug drin ist. Mit dem Patch kamen auch noch ein paar kleine Sachen, aber der große Brocken sind einfach fast 3000 oder 3.000, 4.000 Items aus den im weißen und grauen Sachen. Vor allem, ich habe ja zwischendrin einiges eigentlich abgehakt gehabt und es ist trotzdem mehr geworden. Genau. Gut, das ist soweit jetzt die grobe Übersicht. Jetzt können wir in-game noch ein bisschen gucken. Was mir noch fehlt, machen wir so das übliche Mounts, Pets, Toys und Achievements. Fangen wir vielleicht mal mit den Erfolgen an. Was aktuell jetzt so angefallen ist, sind auch ein paar neue Achievements. Ihr seht hier das mit diesen Himmelsakrobat und wie sie alle heißen. Da muss man andere Spieler quasi runterschießen. Das habe ich vorhin gemacht gehabt, aber wir machen es mal, glaube ich, von oben nach unten. Also Account, beziehungsweise Charakter ist hier das erste, ne? Da haben sie zwei neue Erfolge reingebracht, die man aktuell noch nicht angehen kann, denn dafür muss man den Handelsposten einmal besuchen und hier muss man quasi 12 Monate lang den Handelsposten besuchen. Das ist ein bisschen nervig, weil man halt dann dementsprechend das Achievement erst in einem Jahr abschließen kann. Nervig, aber okay, Blizzard hat die schon mal reingebastelt. Der Handelsposten öffnet, glaube ich, erst im Februar, also heißt, zur Aufnahme des Videos ist das noch nicht aktiv und dementsprechend kann ich das hier auch noch nicht angehen. Dann bei Quests, da müsste ich eigentlich durch sein. Ihr seht, hier sind wir alle 22 durch, beziehungsweise da 411 von 411 und da kamen eigentlich nur zwei Achievements rein für dieses Zorn des Sturms, die habe ich aber schon erledigt. Dann bei Erkunden, da ist glaube ich noch was offen, oder? Ne, da habe ich auch alle fertig. Da kam auch nichts Neues rein. Da habe ich jetzt in der Zwischenzeit hier noch ein, zwei Achievements fertig gemacht. Erd unsere Ahnen habe ich jetzt nur ewig aufgeschoben. Das hatte ich erst vor ein paar Tagen einmal angegangen. Dann Spieler gegen Spieler sind auch ein paar neue Sachen gekommen. Unter anderem haben sie hier diesen Himmelsakrobat reingebastelt. Da muss man halt andere Spieler mit den Wirbeln Ansturm runterschießen. Habe ich jetzt die ersten beiden schon gemacht, wo man einen runterschießen muss und 10. Und da ist jetzt halt noch dieser 50er-Erfolg. Gibt es auch noch einen Titel. Heißt, das wird sich schon rentieren zu machen. Muss ich mal mit meinem zweiten Account noch ein paar Mal abschießen oder mir ein paar andere Spieler suchen im Vormode. Und ja, die beiden Achievements habe ich immer noch offen, das Meta. Und dementsprechend hier das Champion Achievement. Und zwar muss man da jede PvP World Quest 20 mal abschließen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Chat irgendwie verschieben kann. Ja, das leider kann ich seit das mit diesem Bearbeitungsmodus ist, mein Chat nicht mehr verschieben. Aber ich kann euch sagen, ich mache jeden Tag diese World Quests hier. Und ich habe jetzt von der ersten 14, von der zweiten 12, dritte 14 und die vierte auch 14. Also schon einige Male die gemacht. Was sind das zusammen? 40, 50, ich habe 54 Mal so eine World Quest schon gemacht und ich brauche halt jetzt immer noch ein paar Mal, ne? Also das wird bestimmt jetzt noch einen Monat dauern, oder? 6, 12, 18... 26 Tage muss ich das Ganze noch machen. Ja gut, ne? Dann habe ich das fertig und dann gibt es sowohl das Achievement als auch das Meta-Achievement. Finde ich ein bisschen unnötig, wie sie das gemacht haben, aber so ist das. Ach und ich glaube bei Arena ist auch noch was drin. Da ist jetzt, sind die Heldentaten drin für den aktuellen Gladiator-Titel. Und dann gibt es auch noch so einen Elite-Titel, so einen Legendary-Titel, wenn du auf dem Elite-Rang im Solo-Shuffle was machst. Aber Arena habe ich aktuell noch gar nicht angegangen. Dann Dungeon-Schlachtzüge, da bin ich bis jetzt auch noch nicht zugekommen. Ich brauche noch die Dungeon-Achievements und ich brauche noch die Raid-Achievements. Da habe ich noch nichts gemacht tatsächlich. Also das ist noch blank. Dann Berufe, da bin ich dran. Und zwar habe ich heute die 500 persönlichen Aufträge fertig gemacht, mit meinem Twink unter anderem. Also mir selber die Aufträge geschickt und jetzt brauche ich noch allgemein 1000 Aufträge. Da muss ich jetzt nochmal 400 Dinger machen. Mal gucken. In wahrscheinlich ein paar Wochen werde ich es fertig haben. Oder wenn ich mich mal Nachmittag hinhocke und das mit dem Twink die Arbeitsaufträge rüberschicke. Das andere, was noch offen ist, sind alle Berufe auf Max zu kriegen. Da war ich ja jetzt mit meinen Twinks dran, die Rezepte zu farmen. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Charakterinfo. Ne, das Gold. Ich glaube, Fertigkeiten ist es. Und dann kann ich euch mal zeigen. Mir fehlt ja jetzt noch Verzauberkunst, Inji, Inschriftenkunde und Juwe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Inji fahre, seht ihr, der hat hier Dracheninsel, Inji,
93 von 100. Ich kann da jeden Tag quasi zwei Sachen herstellen, wo ich Punkte kriege. Also noch 4 Tage, dann müsste ich damit fertig sein. Dann habe ich das. Dann, was fehlt noch? VZ. Da bin ich mit meinem Hexer auf 98. Da warte ich aber auf den nächsten Dunkelmond-Jahrmarkt. Denn nächste Woche ist Dunkelmond-Jahrmarkt, da kriege ich 3 Punkte, dann habe ich das voll, da werde ich kein Gold mehr für ausgeben. Ich habe jetzt eh schon wieder fast 1 Million ausgegeben, die Berufe zu leveln, alleine die letzten Tage. Also es ist saumäßig teuer. Dann hat noch gefehlt Juve, da bin ich auch bei 97. Vom Dunkelmond-Jahrmarkt müsste ich auch wieder 3 Skillpunkte kriegen, dann ist auch das fertig. Und dann war es noch Inschriftenkunde, da bin ich auch auf 97, das mache ich auch im Dunkelmond-Jahrmarkt. Heißt, spätestens in der Woche habe ich die alle auf Max, ohne dass ich noch mehr zahlen muss. Und dann habe ich auch das Achievement fertig. Dann bei Ruf habe ich alles fertig. Weltereignisse auch, da kam ja jetzt das Dunkelmond-Jahrmarkt, nicht Dunkelmond-Jahrmarkt, Mondfest, kam ja neue Älteste rein, die habe ich schon erledigt und auch ein Video gebastelt. Also falls euch das noch fehlt, gibt es da schon ein Video von mir. Dann Haustiere habe ich auch fertig und Sammlungen sind ein paar neue Sachen reingekommen. Und da fehlen unter anderem noch ein paar Vorlagen. Ich muss noch das Raid-Set fertig kriegen und hier eins von den Endgame-Sachen machen. Mythic Raid clearen oder RBG, Arena, das muss ich noch machen, aber das mache ich am Ende der Season, genau. Und das mit den Anpassungen sind diese ganzen Drachen, Drachenreit-Vorlagen, diese Manuskriptdinger, da muss man dann immer alle haben von einer Art, von einem Drachen und dann gibt es das Achievement. Ich habe schon ein paar fertig und auch bei denen hier, seht ihr, habe ich eigentlich immer schon fast alles und da fehlen mir immer nur so 2, 3 Stück von den Dingern oder auch nur eins, wie ihr hier seht. Also da fehlt nicht viel. Und ich habe die auch schon gut gefarmt, die Sachen, aber ein paar sind auch noch unbekannt, wo es die gibt, ne? Muss ich mal gucken. Da ist noch ein bisschen was offen mit dem Grind und ich denke mal, ich werde demnächst auch Videos zu den ganzen Dingern machen, wenn ich denn weiß, wo die Sachen alle zu finden sind. Und sonst, Erweiterungsfeatures, gab es neue Drachenrennen, die rückwärts habe ich auch schon Videos erstellt, die kommen demnächst auch, ne? Also da bin ich auch fertig. Heißt, das Hauptding ist jetzt eigentlich noch bei Dungeon und Schlachtzüge drin und da muss ich wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche, muss ich mal gucken, je nachdem, wann ich Zeit habe, werden wir da dann noch das ein oder andere an Runs machen für die Dungeons und die Raids. Gut, das war es soweit an Achievements. Ist nur ein bisschen was offen. Ich denke mal, so, wenn ich die Dungeons mache, das sind ja über 20 Erfolge, dann geht das nochmal richtig gut hoch mit den Punkten. Da gibt es dann auch einen Mount hier am Ende und auch, ich glaube, 1, 2 Toys gibt es dann über Achievements auch. Also da ist einiges zu holen. Dann kann ich euch zeigen, was an Mounts noch fehlt. Da hat sich eigentlich nicht viel getan. Mir fehlt halt einmal das Raid-Achievement Mount, ne, Rated Achievements muss ich nur machen. Das ist für die Dungeons, glaube ich, oder andersrum. Genau, das ist, glaube ich, das Dungeon Mount. Dann das Otok. Ich habe immer noch keinen von den Hälsen gekriegt, die man leider braucht dafür. Ich bin immer im LFR unterwegs mit meinem Main. Vielleicht muss ich es jetzt mal ausweiten auf noch ein bisschen mehr Chars. Nur mal gucken. Und hierfür muss ich halt dementsprechend mal ein bisschen PvP machen. Ich bin aktuell mit meinem Twink dran auf Hordenseite. Ich glaube, so 1600 bin ich im RBG aktuell, also habe schon 6 Titel gekriegt. Und damit füllen wir den Balken ein bisschen auf. Warte, ich muss jetzt mal gucken. Ihr seht, 17% habe ich schon. Mit dem habe ich hier noch kein PvP gemacht, mit dem Main. Mit dem werde ich wahrscheinlich Arena dann anfangen, sobald ich mit M+ fertig bin. Und dabei mache ich nebenbei mit meinem Hordenschar ein bisschen RBG, um die Titel zu kriegen und fülle so nebenbei das ein bisschen auf. M+ bin ich dran. Ich will halt die ganzen 20er in Time haben für die Heldentaten und die Ports. Mache aktuell immer halt nur die 4 Keys die Woche. Und ja, so langsam aber stetig geht der Score ein bisschen hoch, aber naja, ich denke mal, es dauert doch noch ein paar Wochen, bis ich das alles fertig habe. Genau, so viel dazu. Dann Pets fehlt eigentlich aktuell gar nichts. Das sind nur die beiden Horden-Pets, die ich mit dem Alichar nicht kriegen kann. Toys sind es hier noch ein paar. Das sind eigentlich dieselben, die ich letztes Mal auch schon gezeigt habe. Ein bisschen was Ingi-technisches ist es. Und dann von, hier zum Beispiel auch von dem Dungeon-Erfolg, ne, sind es nur Sachen und von irgendwelchen Rares sind da auch noch Sachen dabei. Da, manche weiß ich tatsächlich auch noch nicht so ganz. Ich glaube, dieses Lavaschwimmer-Gedönse, das gibt es einmal
bei dem Keep-Event, ne, wenn die Festung angegriffen wird, hab das schon relativ oft gemacht, bis jetzt nie geprockt, auch mit Twinks teilweise. Und ja, dann können wir noch gucken wegen... Das hatten wir Vorlagen, ist uninteressant. Ach ja, ich kann euch noch eins zeigen. Wenn wir jetzt hier schon mal sind, Berufe, ich habe mir hier das, warte mal, das müsste ich jetzt auch schon grün machen. Ich habe mit meinen ganzen Twinks die ganzen Rezepte gefarmt, ne? Also ich habe hier diese ganzen Berufe, die ich brauche, ne? Bei welcher Ruf- oder Ruhmhöhe es welche Rezepte gibt. Und dann hier drüben auch noch die Quests, ne? Es gibt nämlich immer bei 14 und 24 bei den verschiedenen Ruhmstufen eine Quest, wo man dann quasi ein Token bekommt für ein paar Skillpunkte für die Berufe. Und das ist halt bei jedem Beruf anders. Und dann gibt es auch noch T-Mog, den habe ich mir auch noch hier mit reingezählt. Und dann geschaut, bei welchem Char wie hoch ich kommen muss, ne? Und ihr seht hier teilweise zum Beispiel beim Priester 23, 22, 25, 28. Und bei den anderen Chars ist es auch relativ hoch. Heißt, ich musste nochmal bei 1, 2, 3, 4, 5 Chars den kompletten Ruf hochfarmen bei den Fraktionen. Und das hat voll richtig lange gedauert. Also, ich kann es euch hier auch nochmal zeigen. Wo haben wir es? Dragonflight, Lothar. Seht ihr jetzt hier meinen Priester 23, 22, 25, 28, ne? Und halt so weiter bei den anderen Chars halt teilweise auch. Und das war halt ein Grind. Das hat jetzt 3-4 Wochen gedauert, das alles hoch zu grinden und dann auch die ganzen Rezepte und so zu holen. Was ich dann auch gemacht habe, mit den Chars habe ich ja dann nebenbei einen Haufen von den Vorräten gekriegt. Und wenn ihr jetzt hier drüber fahrt, seht ihr, ich brauche aktuell nur noch 3 Items, wo man Vorräte braucht. Ich habe alles sonst von allen Händlern gekauft, die Vorräte benötigen. Und diese 3 Items sind ein bisschen tricky. Denn das eine, dieses Manuskript, ich habe geguckt, das hat der Händler irgendwie nicht, warum auch immer. Also irgendwas ist da buggy. Ich war nämlich bei dem Händler da, das gibt es da einfach nicht. Und die anderen beiden Dinger sind Schwerter. Und diese Schwerter gibt es bei dem Händler hier hinten. Schauen wir mal ganz schnell. Und zwar braucht man dafür seelengebundene Steinchen. Und diese seelengebundenen Steinchen kriegt man raus, wenn man diese Schatzkarten quasi kriegt, die man aus allen möglichen Kisten kriegen kann. Und da gibt es auch ein Achievement unter anderem für. Mit den Edelsteinen kann man dann auch diese Juwelenschleifer-Pets bauen, diese Drachlinge. Das Problem ist, ich hatte diese Steine mit dem Main, aber ich kann keinen T-Mog lernen, ne, was Schwerter sind. Und jetzt muss ich mit meinem irgendeinem Twink-Char diese Pläne farmen, wo du zwischen 50 und 100 Kisten aufmachen kannst, um einen Plan zu kriegen. Und es sind halt, glaube ich, 11 oder 12 Rennenpläne. Also das ist ein Riesengrind tatsächlich. Und ja, mal gucken. Vielleicht habe ich ja mal Glück demnächst mit den Twinks. Ich mache immer ein paar Kisten auf für die Weekly Berufsbelohnungen, wo man halt hier Skillpunkte kriegt. Und vielleicht kriege ich das über die Zeit mal zusammen. Aber das, ja, das ist so ein Hardcore-Grind, würde ich mal behaupten. Naja, gut. So viel dazu. Also die fehlen noch, aber sonst habe ich da alles, ne? Also das war die letzten Wochen das Hauptzeug, was ich gefarmt habe. Den Ruhm hoch, die ganzen Sachen gekauft und dann halt für die verschiedenen Berufe die Rezepte geholt. Und jetzt die restlichen Rezepte, die mir noch fehlen, sind ein paar, die Mama H kaufen kann, die im Raid droppen. Kosten aber teilweise noch 1.500.000, da warte ich noch ein bisschen. Und die anderen Rezepte, die noch fehlen, sind dann über die Skillung, ne? Also nicht über die Skillung, sondern bei den verschiedenen Berufen, halt hier über die Spezialisierung, ne? Zum Beispiel jetzt mit meinem Lederchar bin ich hier komplett fertig, aber natürlich Kette sieht's halt mau aus, ne? Weil ich dann halt hier noch ein bisschen was reingeskillt habe, hier noch ein bisschen und Kette noch gar nichts. Und das ist bei den anderen Berufschars tatsächlich dasselbe. Da muss ich halt jetzt jede Woche die Skillpunkte holen, die man holen kann. Da habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Das sind nicht so viele, ich glaube so 10, 15 Skillpunkte kann man in der Woche holen. Und bis man dann hier die paar hundert Sachen zusammengeskillt hat. Ich glaube, beim Schmied habe ich es mal zusammengezählt. Das waren irgendwie 480 Skillpunkte fehlen mir noch, ne? Und ich habe ja beim Schmied auch schon quasi, wo haben wir es? Das hier komplett, Waffen schon komplett ausgeskillt. Brauche halt hier die Rüstungen noch. Das und das hier, also das ist ein halbes, dreiviertel Jahr, wo ich dann jede Woche das Zeug machen muss. Und zwar nicht nur mit einem Char und einem Beruf, sondern halt mit allen, ne? Und das ist halt sehr, sehr langwierig. Gut, so viel dazu.
Dann sind wir eigentlich soweit durch mit dem, was ich zeigen wollte. Was ich jetzt aktuell noch offen habe, was ich noch nicht angegangen habe, kann ich euch mal zeigen. Es gibt jetzt einen Haufen Händler, die auch dieses weiße Temok-Zeug haben. Das kann ich mir jetzt noch alles kaufen. Da kann ich bestimmt ein paar hundert Punkte noch plus machen. Aber aktuell farme ich jetzt kein Temok in alten Content, weil wenn ich das auch noch anfange, dann werde ich mit dem, was ich mir jetzt aktuell vorgenommen habe, nicht fertig. Ich muss jetzt im Plus nur machen, muss RBG gucken, dass ich weiterkomme und die ganzen Achievement-Sachen und so. Wenn ich das mal alles durch habe, dann werde ich in alten Content wieder ein bisschen Temok farmen, aber ich mache es jetzt extra nicht, obwohl da jetzt einige einfache Punkte liegen würden, weil sonst verliere ich so ein bisschen das Ziel aus den Augen. Wisst ihr, was ich meine? Also nicht zu viele Baustellen gleichzeitig aufmachen. Gut, damit sind wir durch mit dem kleinen Collection-Update. Ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, als ich dachte. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern dann wahrscheinlich in etwa einem Monat wieder. Da gibt es wieder ein Collection-Update. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.